Hallo und herzlich willkommen zu unserer Experimentierrunde mit verbesserter Outdoor-Nahrung. Unsere, weil Frau hockt im Hintergrund, die wird dann in späteren Teilen dieser Serie auch noch eine etwas primärere Rolle spielen, weil im Gegensatz zu mir kann sie hervorragend kochen. Ich kriege ja auch ein bisschen was hin, so ist es ja nicht, aber na, das sind Welten. So, denn folgendes. Wir haben uns jetzt mal wirklich überlegt, wenn wir unsere nächste Tour starten, was noch nicht so hundertprozentig spruchreif ist, aber sie wird irgendwann stattfinden, dann werden wir auf jeden Fall ziemlich lange, ziemlich autark unterwegs sein. Und das bedeutet, wir brauchen wirklich sehr effiziente Nahrungsmittel, die dann aber trotzdem nach Möglichkeit nicht völlig beschissen schmecken sollen. Und in Anbetracht dessen, dass ich eine Evelyn dabei habe, der es halt nicht egal ist, was in ihrem Essen drin ist, mir ja schon. Also außer es sind so Dinge, die den Planeten zerstören. Das mag ich nicht in meinem Essen drin haben. Haben wir jetzt halt so ein bisschen Optimierungsbedarf. Und davon abgesehen eignet sich das natürlich ganz gut für eine Videoreihe. So, heißt, dass sie wird ein Mehrteiler, soll bedeuten, wenn ihr jetzt irgendwelche tollen Tipps in die Kommentare schreibt, dann hat das zwei Konsequenzen. Erstens, möglicherweise rennt die offene Türen ein und weist auf irgendwas hin, was ich sowieso schon vorhatte. Das ist natürlich völlig in Ordnung. Zweitens, es wird gegebenenfalls in einem weiteren Teil dieser Reihe dann aufgenommen, weil ich lese ja die Kommentare fleißig und in diesem Video wird auch schon ein kleines bisschen eben entsprechend Einfluss finden, das, was ihr im entsprechenden letzten Video dazu schon in die Kommentare geschrieben hattet. Habe ich nämlich alles, soweit es jetzt schon da ist, durchgelesen. Der zeitliche Abstand ist jetzt relativ eng, indem ich das drehe und das andere veröffentlicht habe. Aber es sind schon reichlich Kommentare da. Es waren zum letzten Stand 78 und die habe ich jetzt gerade gelesen. Das heißt, wir können loslegen. Vorher, bevor wir jetzt hier also an die entsprechenden Produkte gehen, ich muss meinen Hut richten, noch ein kleines bisschen Theorie, einfach damit wir wissen, wovon wir eigentlich genau reden. Das führt nämlich oft, also diese Nahrungsgeschichten, da kommt es oft eben vor, dass da Äpfel mit Birnen verglichen werden und einfach ein bisschen Verwirrung herrscht. Deswegen vorher wirklich erst noch ein bisschen Theorie. Die könnt ihr auch gerne überspringen. Ich schreibe euch dann unten hin, wo es dann um die eigentlichen Produkte geht, wenn ihr meint, von der Theorie her alles schön zu wissen. So. Grundsätzlich ist es ja wurscht bei kurzen Touren, was man an Essen mitnimmt. Da kann man ein halbes Schwein in den Rucksack stecken und mitnehmen, solange man nur, keine Ahnung, 6 Kilometer in den Wald dackelt und sich das dann auf den Spieß steckt, ist das alles völlig in Ordnung und macht gar nichts. Man kann Konservendosen mitnehmen, man kann sich einen Sack Kartoffeln einpacken und kann auch auf dem Benzinkocher, meinetwegen Spirituskocher, Gaskocher, völlig Wurst, einen ganzen Sack Kartoffeln weich kochen, sofern man dann noch 5 Gaskartuschen beispielsweise dabei hat. Und mir ist klar, dass man dafür keine 5 braucht. Aber einen Sack Kartoffeln gar kochen auf einem Outdoor-Kocher, das dauert und das braucht viel Brennstoff. Ne? Soweit sind wir uns hoffentlich einig. Ich will damit nur hinaus, solche optimierten Ernährungsweisen für Tourverpflegung ist logischerweise erst dann erforderlich, wenn man auch wirklich lang genug unterwegs ist, dass man nicht mehr x-beliebige Nahrungsmittel über den entsprechenden kompletten Tourverlauf mittragen kann, weil man sonst 50 Kilo tragen müsste oder sonst wie. Und das kann dann halt keiner mehr. Und auch 30 Kilo wollen die meisten Leute nicht. Und ich habe auch schon gehört, früher sind wir mit 35 Kilo durch die Gegend gerannt. Ja, das geht, aber das muss man heutzutage einfach nicht mehr machen. Jetzt kann man das natürlich so interpretieren, dass wir heute alle viel zu verweichlicht sind. Das mag durchaus zutreffen. Aber nichtsdestotrotz, auch ich will nicht unbedingt mit 35 Kilo auf Tour gehen. Und deswegen, ne, ab einer gewissen Anzahl von Tagen, die man eben sich autark verpflegen muss, sprich ohne unterwegs noch Proviant auffüllen zu können, ist dann irgendwann auch eine Optimierung der Nahrung vonnöten. So. Hier gehen wir jetzt davon aus, also auch in den weiteren Videobeispielen, dass wir einfach mal irgendein Szenario in den Raum schmeißen, damit wir sagen können, es ist gedacht für eine Tour wie. Und zwar wollen wir 12 Tage, und zwar autark, eben entsprechend unterwegs sein und planen in etwa, damit wir es noch tragen können, 500 Gramm Nahrung pro Tag und Person. Das kommt dann, je nachdem, was das für eine Nahrung ist, kriegen wir dann tatsächlich so bis zu 2000 und ein paar zerquetschte Kilokalorien pro Tag dann irgendwie so zustande. Das langt absolut, um so eine Tour zu machen. Natürlich verbraucht man am Tag, und das muss auch jedem klar sein, so zwischen 5.000 und 6.000, je nachdem, wie weit man da läuft und je nachdem, wie viel man halt einen Grundumsatz hat und was man wiegt und wie schnell man läuft und so weiter. Aber so 5.000 bis 6.000 Kalorien kann man an einem Tag da echt verbrauchen auf so einer Trekkingtour.
zumal man ja auch das Gepäck schleppt. Das muss ja noch bei der Bewegung mit eingerechnet werden. Und das bedeutet, dass eine Tour, wie wir sie jetzt planen, nur gedanklich immer in gewisser Weise eine Diät-Tour ist, weil man keine 5.000 bis 6.000 Kalorien am Tag tragen kann über so einen langen Zeitraum, sofern man eben nicht diesen 35-Kilo-Rucksack haben möchte. Und da gehen wir jetzt einfach davon aus, dass wir das nicht wollen. Besagte Tour soll stattfinden, möglichst in der Wildnis und autark, haben wir ja schon gesagt, und bei relativ kalten Temperaturen. Jetzt nicht dauerhaft Frost, dann kann man sogar Tiefkühlpizza mitschleppen, wenn man möchte. Aber wir gehen jetzt zumindest mal von durchschnittlich von mir aus 12 Grad oder irgendwie sowas aus. Nicht Hochsommer mit 40 Grad im Schatten oder sonst was. Das schränkt ja viele, viele Lebensmittel, die man mitnehmen könnte, dann doch sehr stark ein, wenn solche Temperaturen herrschen. Muss man sich entsprechend anpassen. Gehen wir jetzt einfach davon aus, dass wir so ein Problem nicht haben. Ach ja, wichtig. Man muss noch unterscheiden, kann man auf der angestrebten Tour auf dem Feuer kochen? Weil wenn das geht und man sich sicher ist, dass man über die gesamte Tour immer auf dem Feuer kochen kann, immer ein Lagerfeuer machen kann und so weiter, dann braucht man keinen Kocher und man hat unendlich Brennstoff. Das sind dann also auch wirklich nochmal wichtige Faktoren, weil dann ist nur noch wichtig, dass die Nahrung, die man mitnimmt, möglichst wenig wiegt und vielleicht eine hohe Kaloriendichte pro Gewicht hat. Ob die lange ziehen muss, ob man die lange kochen muss und solche Sachen sind dann im Grunde erstmal scheißegal, weil wir haben unendlich Hitzequelle zur Verfügung. Zum Beispiel ein Reis, der 15 Minuten kochen muss, den kann man mitnehmen, der ist von der Kaloriendichte her nicht schlecht, Gewicht-Kalorienverhältnis echt in Ordnung, der hält ewig, der ist völlig unempfindlich, nur muss der halt 15 Minuten kochen. Auf einem Kocher ist das problematisch, weil man dann für 15 Minuten Brennstoff braucht. Und jetzt wird der eine oder andere darauf hinweisen, man kann Reis auch nur ziehen lassen. Klar, geht auch, aber jetzt gehen wir erstmal von der grundsätzlichen normalen Art der Zubereitung aus. Selbst wenn man ihn einfach nur in heißem Wasser ziehen lässt, dann muss man das Wasser vielleicht nochmal zwischendurch heiß machen. Und das Problem mit im heißen Wasser ziehen lassen bedeutet eben auch, dass man zum Beispiel noch eine Thermoskanne mitschleppen muss, wenn man das eben vermeiden möchte, dass das heiße Wasser zu schnell nicht mehr heiß wird. Und die wiegt dann auch wieder was, was natürlich über den gesamten Tourverlauf, wenn man ständig Reis in der Thermoskanne vorgart, wieder relativ wurscht ist. Also das ist eine Option, selbstverständlich. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass das schlecht ist. Was sind denn jetzt Szenarien, in denen man kein Feuer machen kann? Also entweder darf man kein Feuer machen und befindet sich in einem Gebiet, in dem das wirklich derartig kontrolliert wird, dass man es wirklich sein lassen sollte, ein Feuer zu machen. Oder B, man kann gar kein Feuer machen, weil man irgendwo unterwegs ist, wo es kein Holz gibt. Das wäre jetzt zum Beispiel bei der von Evelyn und mir angestrebten Tour durchaus der Fall. Nur mal zwei Beispiele, weshalb das Kein-Feuer-ist-möglich-Szenario gar nicht so abwegig ist. In irgendwelchen Nationalparken, zum Beispiel auch in den USA, in den Nationalparken unterwegs sein, da ist auch Feuer machen, stellenweise zumindest, teilweise ziemlich verboten. Auch wenn man bei großer Trockenheit eine Schwedentour plante, darf man auch kein Feuer machen. Alle Welt geht immer davon aus, dass man in Schweden automatisch Feuer machen darf. Nein, absolut nicht, überhaupt nicht. Es kommt ganz oft vor, in den meisten Jahren inzwischen sogar, dass es zwischendrin mal eine Periode gibt, wo man kein Feuer machen darf. Oder höchstens, wenn überhaupt, dann nur in befestigten Feuerstellen. Also es ist schon nicht so einfach, eine Tour so zu planen, dass man mit Sicherheit sagen kann, dass man jeden Tag ein Feuer machen kann. Das geht zwar, aber ja, gut. Ne? Wir gehen jedenfalls davon aus, dass wir einen Kocher mitnehmen müssen, weil kein Brennstoff verfügbar ist und die Option, Feuer zu machen, nicht mal als Notoption verfügbar ist. Thema Fleisch kommt auch immer wieder auf. Man kann Fleisch auf eine Tour in gemäßigte Klimata, also sprich nicht zu heiß, in Form von Wurst oder Schinken oder Speck selbstverständlich mitnehmen. Das geht. Das hebt sich auch locker mal zwei Wochen, wenn das noch entsprechend verpackt ist. Hat man sie dann mal angeschnitten, zum Beispiel so eine kleine Salami, dann hebt sich halt immer noch so lange, bis sie gegessen ist. Also 5 Tage locker bei diesem Klima im Rucksack überhaupt kein Problem. Wenn es sehr heiß ist, wird es mit Fleisch sehr, sehr problematisch. Ist man allerdings hingegen im Winter unterwegs, das wäre ja auch nochmal eine Option, dann kann man ja so viel Fleisch mitnehmen, wie man möchte. Dann geht sogar, wie gesagt, die Tiefkühlpizza. So viel zum Thema Fleisch. Ja, Alternativen zu Wurst und Schinken und Speck. Und selbstverständlich noch das klassische Dörrfleisch, entweder selber gemacht oder gekauft, dann ist es schweineteuer. Ich kaufe mir trotzdem hin und wieder mal ganz gerne welches, weil selber machen ist schon, das muss man schon, ja, muss man Zeit investieren, sagen wir es mal so.
Und man kann theoretisch auch noch Fleisch in Form von Konservendosen mitnehmen, wenn man jetzt sagt, ich brauche unbedingt Fleisch und Fleisch ist super, super wichtig und mir ist egal, ob das jetzt nochmal zusätzlich wirklich sauschwer ist, ich nehme trotzdem noch eine Dose 500 Gramm, weiß nicht. Da zum Beispiel so Frühstücksfleisch, wer das zufällig kennt, nehme ich halt davon noch zwei Dosen mit oder eine oder irgendwie sowas. Kann man schon machen, muss man halt bereit sein zu tragen. Energiedichte von Fleischprodukten ist im Regelfall immer ziemlich hoch. Von daher gibt es Schlimmeres, was man mittragen kann. Die Haltbarkeit ist halt oft das Problem, was bei Fleisch etwas einschränkend wirkt. So. Fleischtechnisch kommt vielleicht noch hinzu, also für mich spielt das eine Rolle, dass Outdoor-Touren einfach eine gute Gelegenheit sind, den Fleischkonsum, weil es relativ schwierig und umständlich ist, viel davon mitzunehmen, stark einzuschränken. Ist für mich persönlich immer so meine nicht vegetarische, aber fleischreduzierte Zeit der Ernährung, wenn ich eben entsprechend unterwegs bin. Ich versuche es daheim ja auch ein bisschen runterzufahren. Weniger Fleisch essen würde uns allen nicht schaden, das muss man ja wirklich zugeben. Man muss nicht Vegetarier sein, zwingend. Man muss schon gar nicht Veganer sein, zwingend. Aber weniger Fleisch essen, das könnte echt nicht schaden. So, das war Thema Fleisch. Dann haben wir noch den Faktor Kalorien, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett. Also so die Hauptbestandteile von Nahrung. Ich habe ausnahmsweise mal einen Zettel, damit ich das Video nicht achtmal drehen muss. Ich bin heute nicht ganz geistig auf der Höhe. Es reicht, wenn ich einen Zettel habe, dann kann ich es machen. Ohne Zettel wäre es heute schwierig. Und zwar folgendes. Kalorien meint Kaloriendichte pro 100 Gramm. Normalerweise schaut man ja, wenn man nicht allzu fett werden möchte, dass man Dinge isst, die nicht allzu viele Kalorien pro 100 Gramm Nahrungsmasse haben. Trockenmasse im Regelfall. Bei Outdoor-Touren halt andersrum. Da sollte man nach Möglichkeit genau das mitnehmen, das extrem viel Kalorien nach Möglichkeit pro 100 Gramm hat. Na, wenn wir mal so einen Grundwert haben, Nahrungsmittel, die weniger als 350 Kalorien pro 100 Gramm haben, würde ich nicht mitnehmen. Das ist ziemlich ineffizient, für daheim immer noch fettig genug, beziehungsweise kalorienhaltig genug, mehr als genug, aber auf Tour würde ich wirklich nicht mitnehmen. Ab 350 geht's los, 450 ist dann so die Grenze für, das ist auf jeden Fall tippitoppi, und wenn man welche Sachen hat, die über 500 kommen, das sind meistens so Dinge, die man nicht in riesigen Mengen konsumieren möchte, aus geschmacklichen Gründen, aber dabei haben sollte man von dieser Kategorie auch noch so einiges. Beispiel Schweinebauch oder halt weißer Speck, der wirklich mehr oder weniger aus 90% Fett und 10% Wasser besteht, irgendwie sowas in der Richtung. Fett, der kommt bis zu 800 Kalorien pro 100 Gramm. Das ist das energiereichste, was man überhaupt an festen Nahrung mitnehmen kann. Noch mehr Kalorien hätte lediglich reines Öl. Blöd nur, dass das halt nur aus Fett besteht und dann die Eiweißkomponente etwas fehlt. Deshalb lieber den Speck nehmen, der enthält wenigstens noch ein bisschen Eiweiß. Eine komplette 100% Fetternährung ist nämlich auf Dauer keine gute Idee. Eine Fett- und Eiweiß ohne Kohlenhydrate oder mit nur Minimum an Kohlenhydratenernährung, das ist wiederum möglich. Das nennt man eine ketogene Ernährung. Das wurde inzwischen ernährungswissenschaftlich so weit untersucht, dass man sagen kann, ja, das geht. Wenn der Körper keine Kohlenhydrate bekommt, dann baut er aus Fett sogenannte Ketonkörper, die dann wie Kohlenhydrate quasi stoffwechseltechnisch verwendet werden können. Also irgendwas, was wie Kohlenhydrate funktioniert, braucht der Körper. Aber er kann es aus Fett eben entsprechend synthetisieren, wenn man über einen langen Zeitraum nur mit Fett und Eiweiß und nur minimalen Mengen an Kohlenhydraten, weil ganz ohne geht überhaupt nicht, das ist nicht möglich, versorgt, dann fängt er damit irgendwann an. Das ist ein Zustand, der wird gerne von Extremsportlern benutzt, die sogenannte Ketose, um meinetwegen den Ironman oder ähnliches zu rennen, zu fahren, zu schwimmen. Für Otto Normalverbraucher sicherlich nicht unbedingt empfehlenswert und für einen dauerhaften Lebenswandel wird es auch von Medizinern und Ernährungswissenschaftlern nicht empfohlen, ständig so zu leben. Aber mal machen kann man das schon, ohne jetzt größere gesundheitliche Risiken einzugehen. Für eine Tour wäre das also, wenn man jetzt was richtig Krasses vorhat, schon eine gute Idee. Eben weil man dann auf 70%ig Fett Nahrungsmittel zurückgreifen könnte, falls man überhaupt keine Geschmacksnerven besitzt, heißt das, um dann die effizienteste Nahrung mitzuführen, die überhaupt nur irgendwie möglich ist. Denn wenn man angenommen zum Beispiel immer nur einen gewissen Anteil an Eiweiß enthaltenen Speck futtert, plus Vitamintablette und Mineralientabletten oder ähnliches noch dazu frisst, dann ist man tatsächlich am rein technisch gesehen effizientesten unterwegs.
dass das kulinarisch grauenvoll ist, brauche ich niemandem sagen. Man muss nicht mal einen Kocher mitnehmen, weil man kann sich ja diesen Speck da auch roh einfach in Scheibchen schneiden und dann so runterfuttern. Bah, widerlich, aber ich wollte es nur gesagt haben. Dann Thema, ja gut, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett. Um Kohlenhydrate muss man sich bei Autonahrung grundsätzlich keine Sorgen machen, die ist überall drin. Es sei denn, man macht halt dieses Ketose-Gedönse. Das kann man also quasi eigentlich im Grunde ignorieren. Man sollte ein bisschen drauf gucken, dass man genügend Fett dabei hat, einfach um auf das entsprechende Kalorien-zu-Gewicht-Verhältnis zu kommen, dass die Nahrung dann auch effizient ist. Und Proteine sind deswegen sehr wichtig, beziehungsweise Eiweiß, damit man unterwegs die sehr angestrengte Muskelmasse, die dann teilweise auch ein wenig Schäden nehmen wird, auch regenerieren und reparieren lassen kann vom Körper. Also Eiweiß kann wirklich, das sollte schon wirklich auf jeden Fall in einem gewissen Anteil, so alles in allem mindestens 20% der Gesamtkonzeption der Tourverpflegung dabei sein, sonst kann es einem schon passieren, dass man relativ schnell, relativ kraftlos sich fühlt oder wirkt. Dazu kommt noch die psychologische Komponente, dass man einfach das Gefühl hat, nachdem man was Eiweißreiches gegessen hat, dass einem das zusätzliche Kraft verleiht. Ich persönlich bilde mir das ein. Es ist auch physiologisch durchaus teilweise nachweisbar, da kann man sich aber jetzt streiten. Und wenn man sich genug einbildet, dann ist es auch so. Insbesondere bei Ernährungsfragen spielt das ja eine ganz, ganz große Rolle. Und wie gesagt, Fett, ne? Also so 40% Fettanteil über unser gesamtes Ernährungsspektrum wäre eigentlich ganz cool. Dann nochmal 40% Kohlenhydrate und 20% Eiweiß. Das schmeiße ich jetzt einfach mal so in den Raum. Man kann den Eiweißanteil natürlich noch beliebig erhöhen, die Kohlenhydrate noch etwas runterfahren. Aber irgendwo was um den Dreh. Dann, was auch viel oft gefragt wird und oft kommentiert wird, ist das Thema eben Vitamine und Mineralstoffe. Da muss man sich dahingehend keine Sorgen machen, dass wenn man nur, sagen wir mal, 14 Tage auf Tour ist und sich halt von sowas wie diesem Zeug hier entsprechend primär ernährt, beispielsweise, nur Beispiele, dann hat man normalerweise keinerlei Chance, an irgendwelchen Mangelerkrankungen wegen Vitaminmangel, Mineralstoffmangel oder Ähnlichem zu erkranken. Es sei denn, man hat da ohnehin schon irgendwelche Stoffwechselstörungen, Vorerkrankungen, Vorbelastungen oder kommt ohnehin aus einer Phase des Hungerns und muss dann eine Trekkingtour mit nur solcher Nahrung machen, dann wäre auch möglich, dass man da irgendwelche Mangelentscheidungen davonträgt. Heißt, wer sagt, ich will keine Vitaminpräparate fressen, der muss das auch nicht. Der kann wirklich sagen, scheißegal, über 2 Wochen kann mir da nichts passieren. Ne? Vorausgesetzt, man kommt eben aus einer abwechslungsreichen, halbwegs gesunden Ernährung. So ziemlich jeder, der in Mitteleuropa lebt und nicht ganz nah, ganz arg an der Armutsgrenze, eben entsprechend unter der Armutsgrenze, meine ich, unterwegs ist, sollte da keine Probleme haben von seinem Stoffwechsel her, 2 Wochen ohne zusätzliche, nennenswerte Mengen zusätzlicher Vitamine und Mineralstoffe eben entsprechend auszukommen. Außerdem Thema Mineralstoffe. Wir haben immer ein gewisses Maß an Dreck im Outdoor-Futter. Dreck sind Mineralstoffe. Also, dass die einem ausgehen, wirklich ziemlich unwahrscheinlich. Höchstens eben die Calcium- und Magnesium-Geschichten. Das wird in relativ großen Mengen benötigt und das könnte theoretisch potenziell wirklich ein bisschen knapp werden. Insbesondere Magnesium nimmt man ja gerne, um Krämpfen vorzubeugen und so weiter und so fort. Also wenn ihr irgendwelche Zusatzstoffe mitnehmen wollt, dann vielleicht nicht, vielleicht auch noch Vitamin C, wer daran glaubt, dass das unbedingt notwendig ist. Und halt Magnesium. Das sind so wahrscheinlich die häufigsten Dinge, die man gegebenenfalls eventuell brauchen könnte. Aber Vitamin D beispielsweise kann man völlig vergessen. Das wird ja auch von der Haut gebildet, sofern sie genug Sonnenlicht abbekommt. Ja, wir sind 24 Stunden draußen oder halt mal ein bisschen im Zelt. Da ist Sonnenlicht echt nicht der Faktor, der fehlt. Selbst bei schlechtem Wetter ist genug Licht dann vorhanden, dass man insbesondere was Vitamin D angeht, sich echt keine Sorgen machen muss. Nur mal so als Beispiel. Gut. Dann wollte ich noch sagen, damit ich das nicht jetzt bei jedem Produkt dazu sagen muss, werde ich ganz kurz erwähnen trotzdem, aber nochmal grundsätzlich, Zusatzstoffe, die bösen E-Nummern, das böse Natriumglutamat, dann gibt es noch das böse Palmöl oder andere Sachen, die in Essen eigentlich nicht drin sein sollten, aus ökologisch nachhaltigen Gründen. Und dann wäre da noch die Frage mit den Bio-Lebensmitteln zum Beispiel, die man hier nochmal kurz ansprechen könnte. Also, die bösen, bösen Zusatzstoffe. Wie Natriumglutamat, E-Nummer, sonst was, Konservierungsstoff, bla 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 und so weiter. Viele mögen die nicht. Viele finden die höchst schädlich, sind der Meinung, die schmecken nicht und sind der Meinung, die schmecken sie raus und so weiter. Ich bin ein Mensch, ich habe schlechte Geschmacksnerven. Ne? Das ist so. Ich
stelle fest, dass etwas lecker ist, wenn es lecker ist, aber es fällt mir schwer, jetzt so die feinsten Nuancen rauszuschmecken und so weiter. Und ich kann Dinge, die viele Leute als überhaupt nicht lecker empfinden, immer noch vergleichsweise gut essen, sofern sie jetzt nicht gleich ekelhaft sind oder irgendwas drin ist, was ich einfach nicht mag von der Zutat her. Das bedeutet, dass dadurch, dass ich ohnehin nicht so viel schmecke, ich Geschmacksverstärker, das böse Natriumglutamat, gar nicht so schlimm finde. Ne? Persönlich. Und ich erzähle das deswegen, nicht damit jetzt alle schimpfen, sondern um darauf hinzuweisen, dass Geschmack nun mal Geschmack ist und sich über Geschmack nun mal trefflich streiten lässt. Und man muss bei diesen fiesen Zusatzstoffen, die einfach im Hinterkopf behalten, wenn man die isst, dann isst man die ja individuell selber. Man tut niemand anderem ein Leid zufügen, wenn man E-Nummer-Zeugs und Natriumglutamat und so weiter und so fort futtert. Höchstens eventuell sich selbst. Ist bei den meisten dieser Dinge höchstens meistens recht umstritten, ob die wirklich so schädlich sind, wie es manche Studien sagen. Andere Studien sagen, nö, die sind überhaupt nicht schädlich. Und in jedem Fall kommt es auch auf die Menge an, wie viel man davon jetzt nun zu sich nimmt. Ich persönlich sage, ist mir relativ wurscht, wenn das irgendwo drin ist, dann esse ich das trotzdem. Und das, solange es gut schmeckt, reiße ich mir da jetzt nicht meine verbliebenen Haare deswegen aus. So viel zu diesen Dingern, ne? Dann gibt es aber auch noch Impfstoffe, die sind tatsächlich ökologisch nachhaltig sehr bedenklich und da wäre allen voran das böse Palmöl zu nennen, das ja eben wirklich dadurch gewonnen wird, dass man Regenwald platt macht und stattdessen eine Ölpalme-Plantage draufstellt, die ein paar Jahre da wachsen kann, dann auch mordsmäßig Geld und Gewinn abschmeißt und danach muss man die auch wieder platt machen, weil dann wächst auf diesem Boden überhaupt nichts mehr und dann hat man quasi so eine Art Brachfläche, wo bestenfalls noch ein bisschen Unkraut, das also keinen wirtschaftlichen Nutzen hat, sagen wir es mal so, ökologisch immer noch wertvoller ist als die olle Ölpalme, mehr wächst da nicht mehr. Ähnlich kann es auch mit Soja ablaufen, wobei bei Soja zugegebenermaßen in letzter Zeit die Öko-Soja-Branche etwas am Boomen ist. Soja per se, auch wieder ein sehr schwieriges Nahrungsmittel aus nachhaltiger Landwirtschaft bzw. ökologischer Landwirtschaft, kann man und sollte man da dann doch drüber nachdenken. Der Grund liegt auch vor allen Dingen daran, dass irgendwas müssen die Leute da ja anbauen. Ne? Mit irgendwas müssen die ja Geld verdienen. Wenn wir jetzt hingehen, wir boykottieren Palmöl und Soja, man kann auch aus ökologischem Landwirtschaft Palmöl dann gegebenenfalls notfalls auch mal ein bisschen verwenden. Ich möchte Palmöl eigentlich so gut es geht überhaupt gänzlich vermeiden. Aber wenn es dann wirklich aus nachweislichen Bioquellen, wo man wirklich dem Siegel vertrauen darf, stammt, dann kann man da notfalls mal drüber nachdenken oder zumindest ein Auge zudrücken. Und so ähnlich ist es halt auch mit Soja. Von irgendwas müssen die Leute da leben, dann lass sie lieber aus einigermaßen nachhaltiger Landwirtschaft Soja anbauen, als dass sie überhaupt nichts zum Anbauen haben, was sie in den Westen importieren können. Und dann kann man auch mal so ein entsprechendes Bio-Soja durchaus mal verwenden. Da muss man auch wieder ein bisschen aufpassen. Fast bei jedem Sojaprodukt steht inzwischen Bio drauf. Ich kenne mich jetzt nicht hundertprozentig genau aus, welches Label man da jetzt vertrauen darf und welchem jetzt nicht so. Ich kann das bei Holz genau sagen, weil Soja ist nicht ganz mein Fachgebiet. Ne? Obwohl ich mal ja auch mit Ernährungswissenschaftlerinnen zusammen studiert habe und man hat sich viel unterhalten und da ist auch einiges übrig geblieben an ein bisschen Wissen in diesem Bereich. Aber ich möchte das wirklich deshalb auch relativ grob halten für meine Verhältnisse. Ich weiß, das dauert jetzt auch schon ewig, aber für Ben-Verhältnis ist das grob. Und dann wäre noch die Frage eben genau mit dem Bio, wollte ich auch noch mal kurz ansprechen. Tatsächlich ist es inzwischen ganz gut möglich, sich seine Tracking-Verpflegung komplett aus Bio, also mit diesem, ne, aus der sogenannten nachhaltigen Landwirtschaft, also selbst die Bio-Landwirtschaft ist in vielen Fällen nicht nachhaltig, aber aus der besseren, in Anführungszeichen, Landwirtschaft, da kann man sich auch wirklich sehr drüber streiten. Es ist einfach möglich, mit Bio-Lebensmitteln sich eine Tracking-Verpflegung zusammenzustellen und das werde ich euch im Rahmen dieses Videos vielleicht auch noch mit dem einen oder anderen Beispiel hier auf meinem Tisch näher bringen. So, das war das Vorgeplänkel, einfach um Verwirrung und fünfmal denselben Kommentar zu vermeiden. Jetzt mein kleines Bäuslein und trink noch einen Schluck und dann kommen wir zu den einzelnen Objekten. So, folgendes. Wir hatten ja im letzten Video zum Thema Ernährung schon die 5-Minuten-Terrine, die man umtütet, angesprochen.
Dazu gab es jetzt noch ein paar spannende Kommentare und ich möchte vor allen Dingen erwähnen, selbstverständlich muss man den Inhalt von 5 Minuten Terrinen nicht einschweißen oder einvakuumieren. Man kann das auch in eine stinknormale, wiederverwendbare Tüte füllen, einfach um Müll zu reduzieren. Ist richtig, kann man auf jeden Fall machen, ist effizienter. Trotzdem einvakuumieren macht dann vielleicht Sinn, wenn man wirklich echt Schwierigkeiten mit den Platzkapazitäten seines Rucksacks hat. Dann muss man natürlich mit seinem Gewissen eben vereinbaren können, dass man halt ein kleines bisschen mehr Plastikmüll hat. Thema Plastikmüll ist natürlich immer sowas. Generell sollte man den, wo man kann, selbstverständlich vermeiden. Ich möchte jetzt nicht die Moralkeule schwingen, weil ich selber auch nicht tue und sage, man muss jetzt ein Zero-Waste-Leben führen. Aber ja, je weniger man davon produziert, desto besser, ist klar. Ne? Auf Tour fällt schon so einiges an. Gerade auf Tour ist es aber wichtig, das möglichst dringend zu halten, weil man muss es ja auch mittragen. Wenn man sagt, man ist 12 Tage autark, dann bedeutet das auch, man trägt den Müll von 12 Tagen bis zum 12. Tag durch die Landschaft. Heißt, je weniger Verpackung man für seine Nahrung dabei hat, desto weniger trägt man im Endeffekt, weil die trägt man die ganze Zeit. Die Nahrung isst man wenigstens auf, der Rucksack wird also leichter, die Verpackung schleppt man bis zum Schluss. Das heißt, da zu sparen ist effizient. Nochmal zu der 5-Minuten-Terrine, da gab es noch den Hinweis, du hast doch gesagt, da wäre kein Palmöl drin, in Spaghetti Bolognese ist aber Palmöl drin, richtig. Nur in den Spaghetti mit Käsesoße von Maggi ist bei diesen Topfgerichten in Anführungszeichen kein Palmöl drin. Bei den Produkten von Knorr, die ich immer angeguckt habe, also die es in meinem Supermarkt gab, war überall Palmöl drin. Heißt, das scheidet eigentlich alles aus ökologischen Gründen, wenn man es vermeiden kann, aus. So. Jetzt kann man es vermeiden. Ich habe letztes Mal nur mal als Beispiel einfach mal angefangen zu experimentieren mit den 5-Minuten-Terrinen. Das heißt, das werde ich natürlich irgendwann noch aufessen, aber das kann eigentlich weg. So, denn wir haben hier bessere Alternativen. Simpel und als direkte Konkurrenz zur sogenannten 5-Minuten-Terrine zu sehen, wäre jetzt grundsätzlich, beziehungsweise als Alternative zur 5-Minuten-Terrine zu sehen, nicht besser, aber alternativ, die berühmten Asianudeln, man kennt sie, ne? Das hier sind jetzt zum Beispiel die von Unilever, also Knorr. Die hier sind, keine Ahnung was, welche Marke das da dahinter stecken mag. Die sind aus dem Real, das ist eine vergleichsweise große Portion, hat man eher das Gefühl, dass man satt ist. Und die hier sind aus der Schweiz. Wir haben noch ein paar Sachen aus der Schweiz, beziehungsweise in der Schweiz muss ich noch mehr suchen gehen, was es in Schweizer Supermärkten so gibt. Also bis auf ein paar Ausnahmen ist das meiste hier aus irgendwelchen deutschen Supermärkten. So, man muss jetzt bei diesen Nudeln fairerweise Folgendes feststellen. Erstens, tatsächlich sind die nicht besonders gesund. Zweitens, gesund ist immer relativ. Solange man nur alle 8 Wochen mal zu McDonald's geht und da ein beliebig riesiges, fettes Menü futtert, hat das gesundheitlich in keinster Weise irgendwelche negativen Auswirkungen, die feststellbar wären. Man mag sich das vielleicht einbilden, ist aber wissenschaftlich gesehen, und ich bin immer noch ein wissenschaftlicher geprägter Kanal, völlig unschädlich, sofern man den Rest der Zeit auf eine ausgewogene Ernährung Wert legt. Also der Gesundbegriff ist höchst kritisch und wird in den Ernährungswissenschaften jedes Mal hoch umstritten verwendet, beziehungsweise das sagt eigentlich keiner, sondern man sagt mehr oder weniger, man muss auf eine ausgewogene Ernährung achten. Es gibt kein ungesundes Nahrungsmittel, man kann nur zu viel. Also sagen wir mal so, einige Dinge sind in höheren Mengen schneller schädlich, andere Dinge erst sehr spät. Zum Beispiel Möhren, irgendwann wird man orange, aber man muss wirklich sehr viel davon futtern, dass die wirklich ungesund werden. Hingegen solche Nudeln oder zu McDonald's gehen oder ähnliches, da muss man nicht ganz so viel von fressen, damit die anfangen, dann wirklich ungesund zu werden. Aber nimmt man jetzt meinetwegen 2, 3 von diesen Päckchen mit auf eine Tour, dann aus gesundheitlicher Sicht droht einem da keine negative Konsequenz. Aus wissenschaftlicher Sicht darf man selbstverständlich anders sehen. Beim Thema Essen kann ja sowieso jeder machen, was er möchte. Kalorientechnisch sind die erstaunlich effizient. Die hier zum Beispiel haben jetzt das ganze Päckchen, wenn man das mit der entsprechenden Wassermenge zubereitet, 464 Kilokalorien. Das ist schon ganz ordentlich. Wir haben ja gesagt, alles was über 350 hat, kommt dann so langsam in Frage. Ab 400, 450 wird es dann richtig gut. Und mit 464 wären die ziemlich toll. Wenn sie dann 100 Gramm wiegen würden, tun sie aber nicht, sie wiegen 109 und damit müssen wir ein kleines bisschen was runterstufen, nämlich ca. 10%, und dann sind wir noch bei so ca. 420 und dann sind wir genau auf dem Niveau
einer effizienten 5-Minuten-Terrine, da muss ich sie doch noch mal kurz ins Bild halten, weil die hat hier 424, von mir aus haben die auch so circa 424, das nimmt sich also gar nicht viel. Ziehzeit sehr kurz, kochen müssen sie gar nicht, geschmacklich beschissen, aber man kann die mitnehmen, insbesondere wenn man dann sagt, okay, E-Nummer und so weiter und so fort, ist mir egal. Palmöl ist da selbstverständlich auch drin. Also im Grunde sind die scheiße, aber man kann die schon mitnehmen. Ich wollte es ja nur gesagt haben. Gleiches gilt für die hier. Kalorientechnisch, die nehmen sich alle nichts. Vor allen Dingen die Geschmacksrichtungen nicht, weil die Geschmacksrichtungen basieren ja bloß auf den entsprechenden künstlichen Aromastoffen, die da drin sind. Von daher ist das alles relativ Wurst. Hier kann man nochmal schön nachlesen, weil hier steht es auch pro 100 Gramm drauf. 429 Kalorien pro 100 Gramm. Das ist schon, wie gesagt, sehr effizient. Aber man muss schon echt sagen, die sind geschmacklich wirklich. Also selbst ich mag die nicht. Also ich kann die essen, aber selbst ich finde die nicht lecker. Und ich bin wirklich nicht wählerisch. Gut, haben wir gesagt, ne? So, jetzt die nächsten Gerichte, die am ehesten an sowas rankommen, von der Einfachkeit her und von der Einkaufbarkeit im Supermarkt, sind dann zum Beispiel, und dann nehmen wir gleich mal ein Bio-Gericht, dieses Ding hier. Die gibt es in zig Geschmacksrichtungen, also mindestens 6 habe ich, glaube ich, gesehen. Je nachdem, wo man einkauft, findet man vielleicht noch mehr. Diese Beutelchen haben alle gemeinsam, dass die vegan, bio, organic und so weiter und so fort sind. Und da gibt es, glaube ich, Reis und Quinoa und vielleicht noch irgendwelche anderen trendigen Sachen, die ich nicht kenne. Muss man nur kochendes Wasser drauf kippen und 5 Minuten ziehen lassen. Zwischendrin nochmal umrühren. Und Zutaten sind in diesem Fall zum Beispiel Reis 80%, Gemüse 10%, Erbsen, Paprika, Lauch. Dann ein bisschen Kartoffelstärke, Meersalz, Rohrzucker, Curry, Ingwer, Kurkuma, Kumin, Fenchel, Knoblauch, Sonnenblumenöl. Und alles aus kontrolliertem biologischen Anbau, bla bla bla. Werd nachher mal von der Evelyn ausprobiert. Es gibt dann nämlich noch quasi, nachdem ich hier alles gezeigt habe, noch ein bisschen Verköstigung am Schluss. Aber der Haken von diesen Teilen ist jetzt echt, muss man sagen, die mögen ja ökologisch gesehen und auch von den Zusatzstoffen her, die sind nicht vorhanden, alles tipptopp. Kleiner Beutel, einfach mitzunehmen, wenig Verpackung, tippitoppi, alles super, kann auch heiß werden, kann kalt werden, kann nicht gefrieren, kann nicht schmelzen, alles super. Nur sind die von der Kaloriendichte her, wir müssten es mal noch korrekt ausrechnen. Hier steht jetzt, so ein Beutel enthält eine Portion von 192 Gramm, ist etwas weniger effizient als beispielsweise Asianudeln oder die fetten 5-Minuten-Terrinen. Ist ja auch nur mit Reis. Reis ist ein bisschen weniger effizient als Nudeln. Und Reis muss in den meisten Fällen, hier jetzt nicht, der Schnitt zieht ja super schnell, aber in den meisten Fällen muss er halt länger ziehen bzw. länger kochen. Gut, kommt jetzt erstmal weg, haben wir angesprochen. Dann die Alternative zu diesen, wie heißen die, Davert, ja, Päckchen, sind die Alnatura 5-Minuten-Terrine sozusagen. Nur ist die halt in der Tüte und nicht in so einem blöden Topf. Und tatsächlich deckt sich das einigermaßen mit den 5-Minuten-Terrinen Spaghetti Bolognese. Nur mit dem Unterschied, dass hier nur Tomaten-Käsesoße drin ist, also ohne Fleisch. Okay, die 1,4 Gramm ist fast schon egal, würde ich jetzt sagen. Und da ist quasi alles drin, nur in, erstens mal alles in Bio-Qualität und zweitens nur richtige Lebensmittel, also sprich Teigwaren, Tomatenpulver, Kartoffelstärke, Käsepulver, Meersalz, Zwiebeln, Rohrzucker, Röstzwiebeln, Lauch, Olivenöl, Oregano, Petersilie, Pfeffer und alles aus biologischer Landwirtschaft. Ob die schmecken, weiß ich auch nicht, werde ich nachher nochmal verköstigen. Preislich natürlich deutlich teurer als 5-Minuten-Terrinen. Man muss außerdem 3 Beutel nehmen, um da wirklich auf eine vernünftige Menge zu kommen, weil in so einem Beutelchen sind nur 50 Gramm drin. Was man auf Natur immer dabei haben sollte, das würde ich jetzt einfach mal so außer der Reihe darauf hinweisen, ist so kleine Tütensüppchen. Jetzt kann man sich natürlich, auch wenn man mehrere Personen ist, die nochmal entsprechend umfüllen, eine große Tütensuppe mitnehmen, eine große Tütensuppe auf 2 kleine Portionen halbieren und so weiter. Oder man so kleine Tütensuppen. Habe ich jetzt einfach deswegen genommen, um mal zu gucken, was denn bei Erasco, das ist ja eigentlich jetzt so eine Marke, mit der man eher positive Assoziationen verbindet, was da so drin ist in so einer Suppe. Und ja klar, Chemie ist drin, aber es ist zum Beispiel nicht drin, beziehungsweise an allerletzter Stelle der Zutatenliste, vor Milchprotein,
ein ganz kleines bisschen Palmöl. Aber wirklich, wirklich ganz, 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 ganz wenig. Jetzt kann man sagen, okay, das ganz, ganz wenig ist mir schon zu viel. Oder, naja, damit kann man vielleicht noch leben. Aber bei Erasco ist auf jeden Fall erheblich besser als zum Beispiel bei Unilever oder bei Maggi. Und ja, so eine Suppe, die hat halt wirklich nicht viel Kalorien. Das ist einfach mehr, damit man das Gefühl hat, man hätte was gegessen. Denn das habt ihr auch angemerkt in den Kommentaren, müssen wir auch nochmal kurz ansprechen, dass man bei diesen Standard-Outdoor-Futter, also diesen Track and Eat und sonstigen Fertig-Fix-Nahrungen für viel, viel, viel Geld, die ergeben eine relativ große Menge Nahrung. Also die Gesamtmenge, die man einfach an Masse daraus bekommt, auch wenn das meiste davon Wasser ist, ist relativ hoch. Das heißt, man kriegt den Magen relativ voll. Das heißt, man hat das Gefühl, man wäre satt von so einer Tüte. Das ist nicht so gut bei zum Beispiel so einer winzigen Menge, auch wenn die kalorientechnisch genau dasselbe ist. Man muss sich also besser einreden können, satt zu sein, auch wenn man es nicht isst, als das bei diesen handelsüblichen Tüten der Fall ist. Also für den das noch eine große Rolle spielt, der sollte man mal ein bisschen länger über die normalen Tüten nachdenken und nicht über die Alternative. Ich finde es ja trotzdem nach wie vor den Preis eine Unverschämtheit für diese normalen Tüten. Meine Lösung eben für das, man ist noch nicht satt, besteht noch in so einem Süppchen, weil auch dieses Süppchen füllt zumindest mal den Magen mit irgendwas. Selbst wenn es nur Flüssigkeit ist, stellt sich dann eher noch ein Sättigungsgefühl ein. Und wenn in dieser Flüssigkeit noch ein kleines bisschen was drin ist, im Fall von dieser Suppe wirklich so ein paar Nüdelchen, einfach damit man irgendwas hat, wo man drauf rumbeißen kann, dann hilft das einfach. Und ein so ein Beutel, der hat, glaube ich, 12,2 Gramm, ja, und hat so gut wie keine Kalorien, also 47 Kalorien hätte jetzt sein, so ein Beutelchen. Aber man hat einfach das Gefühl, man ist satt, darum ging es mir. Und ansonsten, diverse Zusatzstoffe sind halt, wie gesagt, drin, auch E-Nummern und all so ein Zeug sind drin. War ja nur ein Beispiel. Und vielleicht manche Leute stört das ja auch gar nicht. Wir gehen jetzt hier von beiden möglichen Szenarien aus. Es gibt Leute, die stört das, es gibt Leute, die stört das nicht. Wen stört, der ignoriert das. Wer da nichts dagegen hat, der denkt darüber nach. Ganz einfach. Soßen. Zu irgendeinem Hauptgericht, da kommen wir gleich noch dazu, kann man ja in jedem Fall draußen sich in irgendeiner Form eine Soße machen. Der Klassiker schlechthin sind diese Fertigsoßen, zum Beispiel von Knorr. Diese in so drei Würfeln gibt. Ich hatte nur noch einen, deswegen ist die Packung schon auf. Die sind dahingehend natürlich wieder mit Konservierungsstoffen, E-Nummern, bla 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 und Palmöl, aber sie sind zumindest mal nicht von Maggi. Das heißt, es könnte schlimmer sein. Und damit nicht von Nestle. Kalorientechnisch kannst du das mehr oder weniger vergessen, beziehungsweise in einem so einem Würfel sind schon ein paar Kalorien drin, dafür wiegt der aber auch durchaus einen nennenswerten Betrag. Geschmacklich und von der Zubereitungsart her sind diese Soßen natürlich super einfach zu machen und ich finde sie auch geschmacklich eigentlich ganz in Ordnung. Insbesondere die Tomatensoße, meiner Meinung nach ganz okay. Nicht so gut wie selbstgemacht und schon gar nicht so gut wie Evelyns Soßen, aber echt in Ordnung und das ist auch was, wo man definitiv drüber nachdenken könnte, ob man das nicht vielleicht möglicherweise mitnehmen möchte. Falls ja, dann ein kleiner Tipp. Die sind verpackt in ja, reißen wir es auf. Pappschachteln. In den Pappschachteln ist nochmal zusätzlich eine Alu, also von der Innenseite alubedampfte Tüte, die aussehen soll, als wäre sie aus Papier. Ist sie nicht. Gehört also auch in die gelbe Tonne. Und die Pappschachtel braucht kein Mensch. Also nur das hier mitnehmen. Einfach, auch wenn es nur Pappe ist, nochmal Müll reduzieren. Leider ist das auch vergleichsweise viel Müll für den Inhalt. Man könnte hier also jetzt noch mit einer Nadel, wenn man zu viel Volumen hat, ein kleines Löchlein reinmachen. Insbesondere wenn es gar nicht lange haltbar sein braucht, weil es eh in 10 Tagen spätestens verbraucht wird. Kleines Löchlein reinmachen, Luft rausdrücken, Tesafilm oder sonstiges Klebeband drüber. Fertig. So, die Alternative zu so einer Standardsoße. Wenn man jetzt sagt, ich will aber keine Zusatzstoffe, E-Nummern, Konservierung, Gedönse, haben wir jetzt alles gehört. Besteht darin, dass man einfach eine Suppe vom Bio-Supermarkt oder von Edeka, gibt es ja auch Alnatura-Produkte beispielsweise, zweckentfremdet. Und einfach eine Suppe nimmt und die Suppe einfach mit weniger Wasser zubereitet, dann gibt es auch eine Soße. Geschmacklich vielleicht nicht ganz so als Soße abgestimmt, wie das eine richtige Soße ist, aber man kann ja nachwürzen. Also ich würde sagen, das nimmt sich geschmacklich überhaupt nichts. Und tendenziell hat man hier halt auch nochmal weniger Verpackung, weil man hier zwar auch so eine ganze Tüte hat, aber da ist auch jede Menge Soße drin. Also für einen halben Liter im Prinzip Suppe, wenn man es auf Soße
runterbricht, kriegt man dann vielleicht nur 300 Milliliter. Aber die hier sind zwar für 250 ausgelegt. Ich meine aber, wenn man wirklich eine Soße haben möchte und keine ganz, ganz dünne Brühe, dann kriegt man da auch nur 200 raus. Also sprich, das lohnt sich schon, außerdem wiegt das nur 46 Gramm und diese Beutel hier wiegen auch jeweils 26 oder weiß ich nicht, noch mehr. Kann ich leider nicht mehr lesen, weil die Packung im Eimer ist. Drei wiegen 114 Gramm, dann sind wir pro Ding bei ca. 33. Irgend sowas. Also das ist definitiv eine Alternative. Selbstverständlich kann man das auch einfach als Tomatensuppe tatsächlich auch dann zubereiten. Und so verzehren. Alles Bio. Ne? Also nur natürliche Inhaltsstoffe und alles aus natürlicher Landwirtschaft. Die Alternative wiederum dazu, wenn wir im Bereich der Tomatensoße bleiben wollen, ist, dass man sich einfach gefriergetrocknetes Tomatenpulver besorgt. Das habe ich hier. Da ist nichts drin, außer Tomatenpulver. Und all solche Sachen, also es kommt jetzt noch mehrere Produkte von diesem Hersteller in Anführungszeichen, findet man auf der Internetseite bugstars.de. Ich habe mit denen keine Kooperation laufen, ich kaufe da nur einfach gerne ein. Das ist keine Werbung in dem Sinne und ich werde euch auch das Ding auch nicht verlinken, aber ihr könnt selber Google bedienen. Und prima Preis-Leistungs-Verhältnis, tolle Produkte, die haben sogar Biomilchpulver beispielsweise. Ich kenne keine andere Quelle für Biomilchpulver. Ich kenne auch keine andere Quelle für vernünftiges Vollmilchpulver. Magermilchpulver kriegt man inzwischen sogar in normalen Supermärkten. In der Schweiz beispielsweise kann man das auch im normalen Supermarkt kaufen. Aber ja, generell einfach meiner Meinung nach eine gute Möglichkeit, um an solche Pulverprodukte ranzukommen. Und das hier ist reines Tomatenpulver, da ist gar nichts anderes drin. Bio-Qualität ist es allerdings nicht. Aber meiner Meinung nach vielleicht die sinnvollste Alternative zu all diesen Tomatensoßenmöglichkeiten. Jetzt muss der Akku leer, ich muss mal wechseln. So, falls der Wasserkocher im Hintergrund zu hören ist, wir testen bereits einzelne Dinge. Ne? Also so ein bisschen Verköstigung, wie gesagt, kommt dann nachher noch oder halt zwischendurch. Jetzt folgendes, rote Soße geklärt, braune Soße, spielt ja auch noch eine Rolle. Kann man ja vielleicht auch ganz gerne haben wollen. Ich kenne keine Alternative zu wirklich dem Chemiebaukasten, wenn man aus dem Nichts eine Fleischsoße in Anführungszeichen erschaffen möchte, ohne eine größere Menge Fleisch zu haben, die man anbraten könnte oder ähnliches. Die teuerste und hoffentlich leckerste und hochwertigste Rahmbratensoße, die ich finden konnte, ist diese hier, die gab es bei Edeka. Ich weiß noch nicht, ob die jetzt super toll schmeckt. Ich habe sie jetzt einfach mal als Beispiel mitgenommen und wollte sie für mich selber einfach mal probieren, weil es halt auffällig ist, wie viel teurer die im Vergleich zu so einem normalen Knorrwürfel beispielsweise eben entsprechend ist. Wie gesagt, ich kenne keine Alternative, ich habe sowas auch noch nicht in Bio gefunden. Falls das existiert, lasst es mich wissen. Wozu braucht man so eine Soße? Na, primär meiner Meinung nach ist das hervorragend zu Kartoffelbrei, wenn man dann noch ein paar Zwiebelchen dazu hat, sogar vielleicht noch echte Zwiebelchen, können auch getrocknete Zwiebeln sein, dazu kommen wir noch, dann ist das, glaube ich, schon, da kann man schon essen, das kann man schon wirklich essen und das ist natürlich kein Hochgenuss, aber Kartoffelbrei ist auch wieder ein sehr effizientes Nahrungsmittel, habe ich jetzt nicht hier, aber Evelyn hat bestimmt noch irgendwo welchen, die ich dann mal kurz vorzeigen kann. Gut, also das kommt auch weg. Das war die braune Soße. Jetzt haben wir noch eine Soßenfarbe, die in Frage kommt. Schon mal ganz grob, vielleicht kennt ihr ja immer noch eine Alternative für Soßen, aber eine weiße Soße. Das ist von daher sehr sinnvoll, weil man das im Wesentlichen dann so quasi als Käsesoße interpretieren kann oder Carbonara-Soße, die ist ja auch recht fetthaltig. Heißt, das hat Kalorien, das macht satt, das ist gut. Jetzt ist das Problem. Man kann sich natürlich auch irgendeine weiße Soße als Fertigpulverchen kaufen. Möchte ich in diesem Fall aber tatsächlich nicht machen, weil das nutzen wir jetzt mal als Gelegenheit, um euch mal kurz so einen kleinen Einblick in die wie macht man sowas selber Richtung zu geben. Wie exakt, das kommt in einem anderen Video, aber so mal grob. Es gibt Sahnepulver, auch zu beziehen bei dem entsprechend eben erwähnten Geschäft, das sich dadurch auszeichnet, dass hier immer so ein Bepper drauf ist, wenn ich ein entsprechendes Produkt davon meine. Ne? Und Sahnepulver kann man, glaube ich, auch nicht selber herstellen. Ich wüsste nicht wie. Selbst nicht, wenn man ein entsprechendes Gerät besitzt. Das muss man, glaube ich, auch wirklich kaufen. Das ist ein 250 Gramm Becher. Das gibt eine riese Menge Sahne. Wobei Sahnepulver nicht so gut konzentrierbar oder komprimierbar ist wie Milchpulver. Nichtsdestotrotz,
es gibt erstmal überhaupt nur Sahnepulver. Das ist ja schon mal super. Ne? Für Soßen wissen wir alle, irgendwelche Sahnesoßengedönse ist das schon mal eine sehr gute Basis. Milchpulver kann man selbstverständlich auch verwenden. Wenn man kein Sahnepulver hat, kann man viele Sahnesoßen auch nur mit Milchpulver machen. Da man bei Milchpulver ja auch so ein bisschen die Möglichkeit hat, es etwas dicker anzurühren. Das gibt dann deswegen zwar keine Sahne, aber es ist halt so ein Behelf. Dann kann man, wenn man Carbonara-Soße haben möchte, zum Beispiel noch Vollei-Pulver verwenden. Vollei-Pulver ist mal davon abgesehen, dass es in Soßen verwendet werden kann, auch dann immer eine super Idee, wenn man zwischendurch mal wieder das Eiweißproblem lösen möchte. Außerdem ist insbesondere in diesem Pulverchen hier auch ein Haufen Fett drin, weil es ist ja Vollei-Pulver, sprich das Eigelb, und das besteht größtenteils aus Fett, naja, zumindest zu großen Teilen, ist hier eben entsprechend auch drin. Soll heißen, irrsinnig hat das Zeug pro 100 Gramm 600 Kalorien. Das ist also richtig Bombe. Zweitens kann man sich daraus irgendwie mit Wasser anrühren und Rührei herstellen. Drittens in allen möglichen Lebensmitteln entsprechend verwenden. Eiweißanteil 48%. Das ist also richtig, richtig gut. Und irgendwo müssen wir ja dann jetzt irgendwann mal die Lebensmittel hernehmen, mit denen wir unsere Gesamtmenge an Futter, das wir eventuell auf Tour dabei haben, den Eiweißanteil erhöhen können. Eipulver. Ja, darum heißt es ja Eiweiß. ist auf jeden Fall dabei ganz, ganz vorne dabei. So, das hätten wir jetzt, wenn wir noch irgendeine Speckkomponente dabei haben, was man ja definitiv auch mitnehmen kann. Man könnte auch theoretisch Salamischeibchen nehmen oder ähnliches. Nehmen wir noch irgendeine Fleischkomponente dazu und dann können wir aus dem genannten Zeug jetzt eine Carbonara-Soße zubereiten. Oder alternativ, man lässt meinetwegen das Ei weg und nimmt Parmesan. Parmesan oder halt Parmesan-Derivate, ne, da gibt es ja noch diverse Käse, die nicht der echte Parmesan sind, aber halt trotzdem sehr ähnlich im Geschmack und in der Zusammensetzung, wie die auch alle heißen, ist ja jetzt erstmal Wurst. Original-Hartkäse vom Leib gerieben, steht hier jetzt entsprechend drauf. Hat den Vorteil, für den Käse ist das Zeug sehr, sehr gut, sehr lange transportierbar, ohne halt eben entsprechend schlecht zu werden. Es gibt ihn auch schon, und die geriebene Form, ne, die fertig geriebene Form ist auch vergleichsweise gut, lange transportierbar, ohne schlecht zu werden. Diesen hier, den gibt es auch im größeren Päckchen, davon abgesehen, habe ich jetzt zwar noch aus der Kühlabteilung, es steht aber nicht drauf, dass man den unbedingt im Kühlschrank aufbewahren muss. Ich habe auch schon mit dem Zeug experimentiert und festgestellt, das kann man auch durchaus mal Wochen daheim rumliegen haben, ohne es im Kühlschrank aufzubewahren. Das ist danach immer noch gut, sofern er halt geschlossen bleibt. Deswegen mehrere kleine Päckchen mitnehmen, wäre vielleicht aus frischen Gründen, auch wenn es mehr Müll macht, eine ganz gute Idee. Man will sich auch nicht unbedingt Lebensmittelvergiftung zuziehen. Deswegen würde ich schon dazu neigen, lieber mehrere kleine Tütchen als nur eine riesige, die einem dann halt komplett durchverdirbt und dann ist der ganze Käse im Eimer. So macht man sie halt nach und nach auf. Das Datum des Öffnens ist da quasi der ausschlaggebende Faktor. Mit dem Zeug kriegt man also jede Form von Käsesoße hin, insbesondere in Kombination mit den eben noch genannten Zutaten. Und der hat 518 Kalorien pro 100 Gramm. Und als parmesanartiger Käse enthält er auch enorm viel Eiweiß, so gut wie gar keine Kohlenhydrate. Ja, ein paar sind drin, ja, 3,4 Gramm. Das ist also wirklich im Prinzip lächerlich. 43 Gramm Eiweiß, also 43%. Und 37 Gramm Fett und vergleichsweise viel Salz. Aber das wissen wir ja alle, Parmesan ist ja auch quasi ein Gewürz oder wird zumindest als solches verwendet. Das heißt, zusätzlich salzen müsste man eine solche Soße mit Sicherheit nicht mehr. Es ist eine Option. Ich sage nur, dass es eine Option ist. So, das waren also das Thema weiße Soßen und das Thema Käse haben wir damit auch abgearbeitet. Man kann natürlich auch Parmesan am Stück mitnehmen. Dann ist er von der Haltbarkeit her auch praktisch, weil bei Käse, wenn der schimmelt, also wirklich verdirbt, dann kann man bei Käse sehr gut die verdorbenen Stellen wegschneiden, ein bisschen großzügig wegschneiden und danach ist der Rest des Käses wieder essbar. Bei Brot ja nicht, weil der Pilz im Brot hervorragend das komplette Brot infizieren kann, auch wenn nur an manchen Stellen der Pilz sichtbar ist, ist er trotzdem meistens noch in erheblich mehr Brot beispielsweise vorhanden. Bei Käse ist das nicht so, da kommt er mit den Hüfen nicht durch, der sitzt nur an der Stelle, wo er auch sichtbar ist. Deswegen, wenn man das einigermaßen großzügig wegschneidet, dann geht das auch und deswegen kann man Parmesankäse auch wunderbar am Stück eben entsprechend mitnehmen, wenn man das will. So, Sahnepulver haben wir auch gesagt, kann auch runter. Gut,
Da wir gerade angefangen haben, vom Thema Eiweißzulage zu sprechen, da bietet sich jetzt noch eine Sache, die vielleicht ein bisschen unbeliebt ist und ich mag sie geschmacklich auch nicht besonders gerne, aber sie ist einfach super praktisch an, nämlich Sojafleisch, Sojageschnetzel, Sojahackfleisch, wie auch immer man das entsprechend nennen möchte. Da müsste man aber jetzt wirklich drauf gucken, dass man bei Sojaprodukten nur und ausschließlich eine halbwegs vertrauenswürdige Biomarke kauft. Ich denke, Alnatura ist da doch durchaus vorne dabei bei der Vertrauenswürdigkeit. Geschmacklich, wie gesagt, recht gewöhnungsbedürftig. Man kann das super als Hackfleischersatz eben für eine Tomatensoße verwenden und dann so eine Art Bolognese-Soße draus machen. Man kann es auch in den Kartoffelbrei prima reinschmeißen, so als Crunch, der nicht cruncht, aber immerhin als irgendwas, wo man noch drauf rumbeißen kann. Gleiches gilt für den Couscous, in die Polenta oder und so weiter und so weiter. Insbesondere auch mit fast jeder Form von Soße ganz gut essbar. Kann man eigentlich überall reinschmeißen, wenn es ein herzhaftes Gericht werden soll. Und das Zeug hat 360 Kalorien bloß. Das ist jetzt nicht so super, ne? Das ist echt nicht so super, aber dafür 50% Eiweiß. Also als Eiweißergänzung und aus geschmacklichen Gründen würde ich das trotzdem immer noch empfehlen, eben entsprechend mitzunehmen. Wiegt auch nicht viel, also so ein Beutelchen wiegt jetzt 150 Gramm und das quillt ja noch ein bisschen auf. Das gibt dann also schon eine relativ große Menge und man muss ja jetzt nicht, ne? Also über die gesamte Tour wäre man mit 300 Gramm für zwei Personen eigentlich schon ganz gut bedient, wenn man jedes Mal einfach nur ein paar Brocken in die verschiedenen Gerichte reinschmeißt. Thema Eiweiß auch noch und damit erstmal zum Thema Fleisch. Speck. Selbstverständlich. Schinken, wenn er relativ gut verpackt ist und auch einen relativ hohen Fettanteil hat, kann man auch drüber nachdenken. Auch kein Problem. Trockenfleisch, kein Problem, ist aber sau teuer. Ich habe spaßeshalber einfach mal, oder man kann es selber machen. Ich habe aber spaßeshalber einfach mal im Supermarkt geschaut, was gibt es denn an energiereicher Salami. Und tatsächlich die energiereichste Salami, die ich gefunden habe, es hat mich selber überrascht, ist die Beefy. Leider ist die Beefy einzeln verpackt. Auch wenn man mehrere davon auf einmal kauft, dann sind sie immer noch einzeln verpackt. Heißt, die Menge an Müll, die bei Beefy anfällt, ist echt ein bisschen beschissen. Deswegen könnte man vielleicht auf eine andere Salami zurückgreifen, die ein paar Kalorien weniger hat. Der Unterschied ist nämlich nicht groß. 511 hat die Beefy pro 100 Gramm und irgendwelche anderen Salamis sind große Wurst am Stück beispielsweise. Da kommt man dann auf 498 oder irgendwie sowas. Nur mal ein grober Wert. Gibt es alles Mögliche, teilweise auch nur 480. Aber da man wirklich enorm viel Verpackung zusammenbekommt bei diesen Beefies und die Wurst selber hat ja auch nochmal so eine Hülle. Ich zeige euch das mal kurz, muss ich die nachher halt essen. Die Wurst selber sitzt jetzt hier nochmal in so einer Glitzerhaut und die ist nicht mitessbar, die muss man also auch noch abmachen. Und dann kann man die eigentliche Wurst futtern. Gut, jetzt haben wir die ganzen Geschmacksträger sozusagen angesprochen. Was ist denn mit den Hauptnahrungsmitteln, der Hauptenergiequelle? Naja, da gibt es zum einen Nudeln, Reis und Kartoffelbrei und dann noch die etwas exotischeren Varianten Couscous und Polenta. Das sind, glaube ich, so die fünf, die großen fünf. Hier habe ich jetzt Couscous, mal beispielsweise. Polenta sieht ganz ähnlich aus. Couscous ist hart Weizengrieß, Polenta ist hart Maisgrieß. Muss man nur in kochendes Wasser reinschmeißen, zieht dann durch, dauert ca. 10 Minuten, je nach Umgebungstemperatur. Und dann ist das Zeug weich und wunderbar essbar. Man kann meiner Meinung nach Couscous ein bisschen vielsaltiger verwenden. Der ist nämlich jetzt erstmal so in dieser Packung ohne Salz. Man kann den auch süß machen. Also quasi wie als Grießbrei, nur dass der halt eine grobere Struktur hat. Geht. Ist nicht so gut wie der echte Grießbrei, aber geht. Ansonsten kann man da alles dran schmeißen, was man auch an Nudeln dran schmeißen kann. Es ist nämlich das gleiche, letztendlich der gleiche Grundstoff, Hartweizengrieß. Mehr muss man da eigentlich fast nicht zu sagen. Also beliebige Soßen dazu machen, Gemüse reinschnibbeln, Trockengemüse eben entsprechend reinschmeißen. Man kann natürlich auch in der Landschaft gefunden, das gilt für alle bisher genannten Dinge, in der Landschaft gefundene frische Kräuter noch dazu schmeißen. Vielleicht hat man auch ein paar sonstige essbare Pflanzen irgendwo gefunden, kann man da alles reinschmeißen. Couscous ist so ein Universal, schmeiß einfach alles rein, Gericht, wie ich finde. Dann eben bezüglich Nudeln gibt es jetzt nochmal große Unterschiede. Es gibt natürlich die Standard-Spaghetti oder sowas. Kein Thema, ne? Die müssen aber vergleichsweise lange kochen. Sind deshalb, ja, man kann sie auch lange ziehen lassen, schon klar. Aber sind nicht ganz so effizient wie beispielsweise diese Asianudeln.
Die bestehen auch, die sind auch zusatzstofffrei, die bestehen auch in diesem Fall hier nur aus Weizenmehl, Vollei und Salz. Da ist also auch nichts Böses drin. Die haben jetzt erstmal einen schlechten Ruf, weil sie halt auch Hauptbestandteil von sowas hier sind. Aber wenn man den ganzen Mist, der hier an Würze drin ist, einfach weglässt, dann bleibt da wirklich übrig eine Nudel aus Weizenmehl. Der Unterschied ist der, die ist aus Weizenmehl, nicht aus Hartweizengrieß. Und damit hat sie eine höhere spezifische Oberfläche und damit ist sie schneller weich, weil ihre Reaktionsgeschwindigkeit mit heißem Wasser schneller ist. Heißt, die schmeißt man nur ins heiße Wasser rein und dann dauert das für 3-4 Minuten, dann sind die durch. Und es reicht heißes Wasser, insbesondere wenn die Umgebungstemperatur nicht ganz so kühl ist. Man muss nicht mal zwingend unbedingt kochendes Wasser haben. Insbesondere dann nicht, wenn das Wasser ohnehin schon Trinkwasserqualität hat, was ja in vielen Gebieten der Erde immer noch Gott sei Dank der Fall ist. Also das ist eine echte Alternative. Wer eine geschmackliche Alternative sieht und gerne Reis mag, aber Reis selber nicht mitnehmen möchte, weil der meistens zu lange Ziehzeiten hat oder Kochzeiten, es gibt diese Nudeln auch als Reisnudeln. Gleiches Prinzip, nur aus Reismehl. Und Reismehl im Gegensatz zu den eigentlichen Reiskörnern, das ist genau das gleiche, wie man Weizenkörner kochen würde, das dauert auch ewig, kocht halt sehr schnell. Die haben also ähnliche Ziehzeiten wie diese Nudeln. Kalorientechnisch nimmt sich das nichts, nimmt sich auch nichts zu stinknormalen Hartweizengrießpasta, also ob das jetzt Spaghetti sind, Hörnchen, Tagliatelle oder was auch immer. Die haben alle sowas um die 358 Kalorien. Schwankung über alle Nudelsorten, die ich jetzt gefunden habe und mir angeguckt habe, ca. 6 Kalorien plus minus. Und die hier sind im guten Mittelfeld. Dazu die eben genannten Soßen. Zum Beispiel. So, jetzt haben wir noch kurz das Thema Frühstück. Da muss ich nicht viel zu sagen. Da sage ich nur eins. Generationen von Schotten haben die Engländer jahrhundertelang bekämpft mit Porridge. Fertig, zum Thema Frühstück sage ich nichts mehr. Das musste jetzt mal sein. Dann Mittagessen, Klassiker Müsli-Riegel, klar, Schokolade, wunderbar, Schokolade, Kalorien zu Gewichtverhältnis, tipptopp, Nüsschen, ganz super toll, kann man jede Menge Nüsschen mitschleppen und so weiter. An dieser Stelle noch der Hinweis, da wir es gerade von Nüsschen haben, die Ultralight-Fraktion neigt gelegentlich dazu, ihre komplette Verpflegung aus Nüsschen und Ähnlichem bestehen zu lassen. Das geht, man kann sich über 10 Tage nur von Nüsschen ernähren, da ist alles drin, was der Körper braucht, ist so. Ist halt kulinarisch wieder etwas sehr fragwürdig und ich würde das mental niemals auf die Reihe kriegen, nur Nüsschen zu fressen. Dazu vielleicht noch ein bisschen Trockenobst, irgendwelche Datteln, Pflaumen, irgendwie sowas. Kriege ich einfach nicht auf die Reihe. Aber kann man auch machen, ich wollte es an dieser Stelle nur erwähnt haben, kaloriengewichtstechnisch ist das super effizient, man muss nicht mal einen Kocher mitnehmen, super toll, aber da leide ich dann echt zu sehr. deswegen einfach fürs Mittagessen exemplarisch ein Müsli-Riegel. Ich persönlich habe gern ein bisschen Schokolade, ein bisschen Erdnüsse und dann teilweise auch noch einen so einen Riegel. Also meistens so 50 Gramm Erdnüsse, 25 Gramm Schokolade und ein Müsli-Riegel von nochmal 25 Gramm. Das wäre so mein Standard-Mittagessen ungefähr, so circa auf 100 Gramm kommen. Man soll sich mittags ja auch nicht vollstopfen, dann wird man zu müde, dann kann man nicht mehr weiterlaufen, sondern nur einen kleinen Imbiss. Ist meine Meinung, kann man sich streiten, lass mal so stehen, ne? Sonst ufert das noch ins Bodenlose aus. So, jetzt kommt die Kategorie, man kann das auch selber machen. Wir haben hier von Evelyn einmal Öpfel. Schweiz, Öpfel. Naja, jedenfalls getrocknete Apfelschnitze. Kaloriengewichtstechnisch eigentlich gar nicht so Bombe, aber ist halt lustig, ist gegebenenfalls lecker, ist besonders was fürs Frühstück. Man kann sie auch ins Porridge schmeißen beispielsweise. Einfach nur mal zu zeigen, das kann man selber machen. Man braucht dann einen Dörrautomat, wie mir auch gefühlt 18.000 Leute in die Kommentare geschrieben haben. Ist ja gut, ist ja auch richtig, habt ihr ja vollkommen recht. Kann man also auf jeden Fall einmal Äpfelchen dörren, auch sonstiges Obst selbstverständlich, alles dörren, alles mitnehmen, wiegt dann so gut wie nichts mehr, ist zwar nicht super kaloriendicht technisch, aber scheißegal, kann man trotzdem machen, weil es wiegt ja wirklich so gut wie nichts. Hier eine selber gedörrte Nüsschenmischung von der Evelyn, da sind jetzt größtenteils Kürbiskerne, tatsächlich sogar ein paar Bucheckern aus dem heimischen Wald. Und was noch drin? Ein paar Walnüsse.
Walnüsse, genau, Walnüsse sind auch noch entsprechend drin. Da kann man, das ist ein Beispiel für diese Ultra-Light-Fraktion Nussmischung, auch hier mit Kürbiskernen, sonstigen Kernen und so weiter. Das ist das Energiereichste, was es im Pflanzenreich überhaupt gibt. Wenn man dazu dann noch Vegetarier oder Veganer ist, dann kann man eigentlich nur sowas essen. Ne, für die nicht tierische Kostverächter, die haben halt noch Käse und eben entsprechend fettige Wurst, beziehungsweise den eingangs erwähnten super fetten Schinken auch noch zur Option. Hier haben wir zum Beispiel noch ein paar Bucheckern, die sind jetzt nur geröstet. Hier haben wir ein paar Bucheckern geröstet und karamellisiert, also mit Zuckerglasur, so wie gebrannte Mandeln, nur halt gebrannte Bucheckern. Evelyn Spezial. Sehr, sehr, ganz was Besonderes. Und das hier sind noch eine andere Form von Kürbiskernen, auch wieder gedörrt. Das heißt, Kaloriengerichtverhältnis ist jetzt hervorragend. Wenn man sie mag, ich mag sie nicht so. Und selbstverständlich nimmt man das auf Tour nicht in Gläschen verpackt, sondern natürlich in irgendwelchen Tütchen mit. Das muss ich jetzt auch nicht hinzufügen. Und dann haben wir hier noch die berühmte Evelinsche Gemüsemix-Mischung ganz oben. Das Gekringelte, das sind Zwiebeln. Das da drunter ist Kürbis, das Hellorange. Ganz unten das etwas dunkle Orange, das sind Möhren. Und das dazwischen mit dem grünen Rand, ich hoffe, man kann das sehen, das ist Zucchini. Haben wir mal bei den Möhren nachgewogen. Circa 80-85% Gewichtsersparnis zur Frischmöhre, sogar noch ein bisschen mehr, oder? 90% zur Frischmöhre. Also was hier unten drin ist, das bisschen die paar Möhrenstückle, das ist eine komplette Karotte und nicht eine besonders kleine. Also schon sehr beachtlich. Diesbezüglich wird es noch weitere Videos geben, weitere Experimente geben. Nur einfach, damit mir nicht wieder alle in die Kommentare schreien, das kann man auch alles selber machen. Selbstverständlich. Und dadurch, dass man sich ja vieles dörren kann, ist zum Beispiel für diejenigen, die nicht dörren wollen, käuflich zu erwerbendes, gefriergetrocknetes Gemüse nicht unbedingt erforderlich. Aber was wir in dieser Tüte hier drin haben, die gibt es auch wieder bei dem entsprechenden Online-Versandhaus, das ich nicht nochmal erwähnen möchte, bevor man mir wieder Werbung unterstellt. Aber die haben halt wirklich viel in diese Richtung. Das hier ist eine Mischung aus Möhrchen, Pastinaken, Lauch, Sellerie und Petersilie. 150 Gramm sind hier drin. Das entspricht einem riesigen Berg an Frischgemüse. Weil, wie gesagt, wenn wir 90% Gewichtsersparnis haben, ungefähr. Man sagt ja auch immer, Pflanzen enthalten 90% Wasser. Das stimmt ja auch ungefähr. Also deswegen ist das dann meistens ein ganz, ganz guter Wert, dass man damit dann rechnet. Das heißt, das wären dann, sagen wir mal, etwa 1,2, 1,3 Kilo eigentlich in dieser Tüte, jetzt von Frischgemüse ausgehend. Gut, wir sind durch. Jetzt habe ich gesagt, wir machen noch ein kleines bisschen Verköstigung. Und dafür baue ich die Kamera mal schnell um. Yay, es ist Zeit fürs Verköstigen. Die Lichtbedingungen sind hier generell gerade nicht so wirklich optimal. Du brauchst mehr Lampen, Schatz. Ich organisiere hier einen Baustrahler. Ja, einen Baustrahler. Folgendes. Wir haben hier jetzt einmal diese Bolognese-Nudeln von Alnatura. Warte, ich zeig's euch. Ich zeig's euch so. Tada! Sieht so aus. Aber ich glaube, man hat's gesehen. Und ihr habt nochmal nachgerechnet. Wir haben nochmal nachgerechnet. Genau genommen, Evelyn, die kann besser machen als ich. 365 Kalorien pro 100 Gramm, hier diese entsprechenden Bolognese-Nudeln, ist also nicht Bombe. Echt nicht. Menge ist exakt die halbe Tasse, ist auch nicht Bombe, sind aber nur 50 Gramm drin in so einer Tüte. Also man müsste eigentlich drei Tüten rechnen, dann hätte man die dreifache Menge, also eine sehr, sehr große Tasse. Das würde ich jetzt fast sagen, das ist ungefähr, also das wäre jetzt so von Gewicht her ungefähr das, was man so mitnehmen könnte. Zwecks Trekkingtour vielleicht auch 200 Gramm. Wenn wir sagen, wir rechnen 500 Gramm Nahrung pro Tag. Wir haben zum Mittag meinetwegen 100 Gramm, 125 Gramm. Wir haben zum Frühstück auch nochmal so circa 125 Gramm. Dann sind wir bei 250. Dann haben wir beim Abendessen nochmal 150. Dann sind wir nur bei 400 Gramm. Jetzt hat man natürlich nochmal ein bisschen Zusatzverpflegung, wie nochmal eine extra Salami und so weiter. Oder für Abende, wo man gar nicht satt wird, nochmal ein bisschen extra essen. Dann kommt man auf vielleicht 450. Das heißt, man könnte, wenn man wirklich sagt, man will unbedingt 500 Gramm pro Tag dabei haben, das Ganze noch ein bisschen erhöhen. Ich habe bei meinen persönlichen Touren bisher immer so mit 400 Gramm Nahrung tatsächlich eigentlich ganz gut leben können. Plus halt noch so ein paar kleine Extras. Das heißt, ich bin auf vielleicht 430 Gramm pro Tag gekommen. Gut, die Alternative ist hier dieser Reis, dieser Curry-Reis.
Sekunde. Zup. Jetzt ist er auch scharf. Und der hat 380, also geringfügig mehr doch tatsächlich als die Bolognese-Nudeln. Wenn man dann nochmal genau nachrechnet, kommt man dann tatsächlich auf anderes, was ich da eben überschlagen habe. Rice Cup. Von der Menge her sieht man hier, das ist schon eine recht gute Portion. Also das ist nicht schlecht. Dann hat man das Gefühl, man ist satter. Man muss auch dazu sagen, hier sind 67 Gramm in der Tüte und in der anderen nur 50 Gramm. Also das macht sich ja jetzt von der Menge, die man letztendlich mitnimmt. Das ist jetzt nicht so unbedingt entscheidend, aber so rein von der Menge kriegt man bei diesem Reiszeug schon recht viel raus. So, jetzt ist die Frage, schmeckt das? Ja, jetzt muss ich zuerst... Jetzt musst du zuerst probieren. Sieht aber nicht schlecht aus, so eigentlich. Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10? Ist total essbar, schmeckt eigentlich ganz okay. Die Erbsen sind nicht ganz durch, die sind da noch ziemlich. Das hätte mich auch überrascht, ja. Die Dinger da. Warte. Nein, jetzt, ja, da. Da wirst du scharf gestellt, der Löffel, das funktioniert nicht. Egal, ihr wisst, wie eine Erbse aussieht. Ja. Die sind nicht ganz durch, ansonsten. Schmeckt ganz gut. Also. Für unterwegs auf Trecken. 3 von 10 oder 4 nee, von 10? Nee, habe ich doch schon gesagt, geht schon. 7, 8 von 10 ist essbar. Ich habe nicht selber gekocht, aber für Trekking essen, tipptopp. Okay, ich bin dran. Im Direktvergleich, das habe ich ja gerade neulich erst gegessen, zur fast gleichen Geschmacksrichtung von Maggi, 5 Minuten Terrine, mindestens doppelt so lecker, erstaunlich gut. Mindestens doppelt so lecker. Ich würde es auf Niveau von den üblichen Trekking-Mahlzeiten ungefähr einordnen wollen. Nudeln sind fast alle durch. Ich habe ein kleines bisschen weniger Wasser genommen, als man eigentlich reinmachen soll. Muss man auch noch dazu sagen, weil ich meine Soße gerne etwas dicker habe. Also das ist wirklich Welten im Vergleich zu den Maggi. Entsprechenden 5 Minuten Terrinen. Also geschmacklich viel, viel besser. Und beides, um das nochmal zu betonen, ist bio und vegetarisch zumindest. Meins ist vegetarisch, ihrs ist theoretisch vegan. Das wäre noch unsere kleine Verköstigungsrunde gewesen. Weitere Experimente, insbesondere bei der komplett selbst zusammenstellbaren Nahrung. Das kann man sich ja auch alles zusammen daheim in einem Tütchen zusammenpacken als quasi Fertiggericht, das man sich einfach selber zusammengestellt hat. Weitere solche Experimente werden eben entsprechend folgen. Ich sehe irgendwie etwas rot aus, egal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Entschuldigt die Lichtbedingungen. Wir arbeiten dran. Baustelle.